Hallihallo, hallöchen, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Emergency 4 ohne Mods. Heute habe ich was ganz Besonderes mit euch vor. Ihr habt es bestimmt schon in den Titelbeschreibungen gelesen. Ich will heute mal keine Mod zocken, sondern gehe ich heute mal auf Kampagne, Deluxe-Missionen und wir spielen heute erstmal die Hilfsgüter für Bürgerkriegsgebiet, danach Erdbeben, Hilfe für Erdbebenopfer und Super-GAU. Obwohl ich eigentlich mit Hilfe für Erdbebenopfer anfangen müsste, weil Hilfsgüter für Bürgerkriegsgebiet. Es beschämt mich leicht, aber die habe ich bis jetzt noch nie geschafft. Wahrscheinlich auch, weil ich zu faul bin oder so. Auf jeden Fall fangen wir mit Erdbeben für Hilfe an. Hilfe für Erdbebenopfer an. Ist meiner Meinung nach die leichteste von den dreien. Und dann sehen wir weiter, ne? Hilfe für Erdbebenopfer. Bei einem Erdbeben in Südosteuropa wurde ein Dorf völlig zerstört und von der Außenwelt abgeschnitten. Es gibt viele Opfer unter der Dorfbevölkerung. Schnelle Hilfsmaßnahmen sind dringend erforderlich. Bergen und versorgen Sie alle verletzten Personen und bringen Sie sie in Rettungsfahrzeugen zum späteren Abtransport unter. Verhindern Sie eine Ausbreitung von Seuchen und behandeln Sie Personen, die sich bereits infiziert haben. Das sollten wir hinkriegen, ne? Drückt mir die Daumen. Als erstes wählen wir die Rettungskräfte hier aus, ne? Feuerwehrmann ABC Sanitäterteam Notärzte. Ich hätte gerne noch einen Notarzt auf jeden Fall. Dann brauchen wir noch, haben wir einen Hundeführer bei? Ja, Rettungshundeführer. Dann brauchen wir aber das Hundeführerfahrzeug auch noch. Weil ich habe keine Lust, den immer laufen zu lassen. Das andere von den Fahrzeugen her sollte passen. Dann nehmen wir noch einen Notarzt mit. Sanitäterteam, das passt so. Den Polizist weiß ich nicht, ob wir den brauchen. Nehmen wir sicherheitshalber auch mit. Heli haben wir, Ingenieur haben wir. Nehmen wir noch einen davon mit. Und dann, ja, packen wir den Rest hier noch mit. Da passen, glaube ich, bloß drei rein. Nehmen wir noch einen so einen mit. Wir gucken mal, ob das so passt. Restbudget 7300, das passt. Legen wir mal los, würde ich sagen. So, da sind wir auch schon. Gut, den Polizisten lassen wir hier stehen. Du gehst da rein. Du hast nämlich als erstes einen ganz wichtigen Job. Welches ist der Dekon? Das ist der Dekon, ne? Da rein, Dekon, da rein. Du fliegst als erstes nach hier, denn der Brunnen, das habe ich schon rausgefunden, ist vergiftet. Und wer da draus trinkt, er leidet eher unschöne Sachen. Genau. Kran. Du da rein, du da rein, du da rein, du da rein, du in das Auto rein. Ich komme ja eh noch nicht durch. So. Dann seil dich mal bitte ab. Ups, abseilen. So, du stellst dich mal hier an den Rand. Du auch. Ja, ich weiß. So, einmal bitte ausschalten. Der Bulldozer, also ich hab, man sieht bestimmt, dass ich die Mission schon mal gespielt habe. Ist vielleicht jetzt ein bisschen unfair anderen gegenüber, aber Emergency 4 ist halt schon ein etwas älteres Spiel, da ist das kein Wunder, dass ich die schon ein oder zweimal gespielt habe. So, dann kann der Deko, ah ne, erstmal müssen wir hier, so, abladen, erstmal so einen kleinen Durchgangsweg. Du steigst in den ein und dann holen wir gleich erstmal hier oben die drei Loadings von der Berge. Von der Berge runter. Fahrzeug 6 Weil, hört. Bevor hier wir die nachher noch vergessen, hole ich die lieber gleich. Ich habe mir gedacht, hier so. Ne, warte mal. Stopp. Aber wir fahren einfach direkt rein. Genau. So. Wenn sich im Gebiet des Rutsches oder auf den umliegenden Hügeln Personen befinden, kommen wir an die Richtung einfach an. Bergungshelikopter darunter transportiert. Du, das habe ich mir schon fast gedacht. Aber wieso habe ich den Polizisten mitgenommen? Oder die Polizistin wohl besser gesagt. So, jetzt ist, kommt der Dekon da schon durch. Das ist jetzt die Frage. Testen wir das mal. Müsste eigentlich schon klappen. Genau, Dekon, dann bitte einmal nach hier. So, denn alle anderen. Auch direkt nach hier, obwohl nein.
Du hältst hier an. Und der Rüstwagen bitte auch. Wir gehen mal auf den Weg. Die brauchen wir noch. Du fährst mal nach hier so ungefähr, weil wir müssen hier unbedingt suchen. Weil ich kann jetzt noch nicht garantieren, dass ich alle finde. Du hältst da an. Den müssen wir, glaube ich, auch mit dem Rettungshub und Schrauber runterholen. Landest mal hier bitte. So, Dekon ist vor Ort. Jeder schnappt sich mal eine infizierte Persönchen. Welcher ist das jetzt von beiden? Das ist die Frage. Nimm mal dir die. So, einmal bitte freilassen und dann holst du mal. Weil ich glaube, bin mir nicht ganz sicher, kommst du an den ran? Fahrzeug 6 hört. Super. Gut, dann gehst du mal. Kannst dich mal nach da begeben. Sind das bloß die drei, die kontaminiert sind? So, du steigst aus und lässt direkt den Hund losrennen. Und du fährst jetzt mal hier hin und hilfst mal das. Irgendwo kannst du hier doch bestimmt was anheben. Wenn man schon mal ein Körperteil drunter sieht, am besten. Da liegt einer, da kann der Notarzt am besten gleich mal hinlaufen. Gucken wir gleich mal. So, du schickst dein Hündchen los, damit wir auch hier alle rechtzeitig finden. Wo ist denn jetzt der Notarzt? Wo ist denn jetzt mein Notarzt hin? Okay, der ist leider Gottes nicht mehr unter uns. Ja, ist in Ordnung. So, du. Rettungsschere, ja. Weil ich bin der Meinung, wir müssen hier aus dem Autobahn rausschneiden. Muss ich dazu noch irgendwas runternehmen? Ich glaube nicht. Werden wir sehen. Das passt. Okay. So, gucken wir doch mal. Hier liegt hier noch irgendwo wer unter. Normalerweise sieht man das ja in dem. Also, so ein kleiner Tipp von einem, der das schon länger spielt. In der Regel sieht man die Körper, also eine Hand oder so. Hervorragend. Ja, du brauchst sie nicht. Kannst aufgeben. Fahrzeug 6 hört. Nein, nicht aussteigen, das war doof. Okay, over and down. Okay. So, du holst den hier oben noch. Ja, den, das weiß ich, dass da wer ist. So, und du auch noch da rein. Kannst du schon mal das Fahrrad von dem runterholen? Wird ausgeführt. Du kannst denn schon mal zu dem hier hinten laufen. Wo ist er? Da. Wird gemacht. Ich glaube, hier lag auch noch irgendwo einer. Ich bin gespannt, ob wir alle finden. Schreibt mal jetzt in die Kommentare, ob wir alle finden. Ja, Sie haben alle erkrankten Personen behandelt. Oh, gut gemacht. So. Aber passen Sie auf, dass es nicht zu weiteren Erkrankungen kommt. Ja, da passe ich drauf auf. Der sieht gut aus. Können wir das Sanitäter-Team angeklemmt machen. Wie sieht der aus? Ja. Erstversorgung geleistet. Kannst direkt wieder einsteigen. Du auch da rein. Das hat sich gerade angehört, als wenn irgendwo wer gestorben ist. Ich hoffe nicht. Wäre doof. Wie sieht er aus? Ja. Gut, kannst direkt weiterlaufen zum Kind hier am besten. Ist in Arbeit. So, du lässt den frei und holst den nächsten. Over and out. Sofort. So. Ihr könnt euch den hier nehmen, weil die können die auch direkt da reinladen. Du holst dir, wo ist er denn? Den. Wird umgehend durchgeführt. Und du holst dir den. Was natürlich klar ist, dass wir hierbei nicht alle retten können. Das steht fest wie das Amen. Armen in der Kirche. Ist leider so, das können wir auch nicht ändern. Egal, ich glaube, egal wie gut man hier ist, man kriegt nicht alle gerettet, weil die beiden, die wir eben hatten, sind ja schon tot. Auf dem Weg, Fahrzeug 8. Bevor wir überhaupt angekommen sind, quasi. Ich guck auch gleich nochmal, wie, was, wo. Du kannst du den da holen? Guck mal, da liegt nämlich auch noch einer. Der lebt auch noch. Fahrzeug 1. Freilassen und, direkt den nächsten. Wir wollen hier keine Zeit verlieren. Ne? Da, oh, guck mal, da liegt noch einer drunter. Gut, dass ich noch mal hier geguckt habe. Weil die sind manchmal auch so gekleidet, dass man die gar nicht so gut unbedingt sehen kann. Dem geht's auch relativ. Den kommst du mal her gejoggt. Wo ist er denn da? Kommst du mal her gejoggt. Und du schnappst dir den und lädst den auch direkt ein. So, ab darin. Du holst dir den. Ja, da drunter. Ich bin unterwegs. Kran auf Anfahrt. Wo ist er denn, das Hündchen? Brauchen wir wohl doch den Bulldozer, eher gesagt. Fahrzeug 9 hört. Da bleibt jetzt nur noch die Frage. Laden wir den wieder auf? Ne, der fährt gerade. Nein! Fahrzeug 7 hört. Egal, laden wir den halt gleich wieder ab. So, da rein. Da rein. Ja, ich weiß, dass da wer unter ist. Da hinten liegt noch einer, da kannst du direkt hinrennen. So. Liegt
liegt noch irgendwo einer offensichtlich rum. Ich glaube, eher weniger. Du kannst den... Oh, bevor der stirbt. Okay. Ach, guck mal da. Dem geht's ja gut, du rennst zu dem. Los geht's. Ja, versperre euch doch einfach mal den Weg. Höre. Einer von euch beiden holt euch den. So, den ja, ruf mal deinen Hund zurück. Fahrzeug 6 hört. Du landest hier. Schon unterwegs, was gibt's? Ist in Arbeit. Lebt noch, sehr schön. Wer wird jetzt schon wieder reanimiert? Ja. Lebt denn? Geil. Was gibt's? Der hier hinten, schade. Schade, schade, schade. Schon unterwegs. Was gibt? Okay. Du entlässt. Wir haben 6 Verletzte, kann ich mir gar nicht vorstellen. Obwohl, noch 6 ja, Verletzte, es könnte sogar hinkommen. Du holst mal den da hinten. Wird ausgeführt. Du gehst mal mit deinem Hund nach hier und lässt ihn da suchen. Und ich versuche mal, ob ich hier noch irgendwo wen finde. Da nicht, hier ist nix. Da liegt noch einer. Boah, Alter, Anton, du hast Augen wie ein Luchs. Höre. Ja. Nee, ich glaube nicht, ich glaube, den hatte ich vorher schon gesehen. So. Hier liegen doch bestimmt unter den Trümmern noch irgendwo welche. So, ja, abmach mit dir. Du da rein? Okay. Gut, du hast, glaube ich, alle gerettet. Den kannst du erstmal dich erstmal nach hier bringen. In B- und Reitstellung. Gut. So, dann haben wir hier hinten noch einen. Da ist auch gleich ein Feuerwehrmann vor Ort. Der kann den gleich mitnehmen. Jetzt ist die Frage, ob in den anderen Autos hier... Obwohl, du bringst ihn mal lieber noch da. Kannst du den anheben? Was kannst du hier überhaupt anheben? Ja, geh mal durch. Achso, ich brauche den Bulldozer. Den hätte ich jetzt schon wieder fast vergessen. Hier hin, bitte. Lebt noch der hier hinten. Lebt leider nicht mehr. Schade. Ist in Arbeit. Ja? So, wie voll bist du? Ich hoffe, die beiden rein müssten eigentlich reichen. Theoretisch. Ich verspreche. Ich hab da. Hier, da, ich hab eine Antenne. So. Also theoretisch, ich verspreche natürlich wie immer keine Gewähr auf irgendwas, was ich hier sage. Kennt ihr ja bereits, wo bleibt der? Da kommt er. Ich glaube, der wäre schneller gewesen, hätte ich ihn nicht aufgeladen. Mein Handy hat... Irgendwo ein Gerät mal vibriert. Akkulaufzeit verlängern. Achso, na, gucke ich mir später an. So. Achtung, oh, ein Nachbeben. Das hatte ich ganz vergessen. Ich hatte irgendwie sowas in Ahnung, aber dran gedacht habe ich nun nicht mehr. Irgendwas passiert eigentlich nicht, ne? Ich glaube, das wäre jetzt schiefgegangen, hätte der da gerade gesessen. Wisst ihr, was ich meine? So, also wenn der Ingenieur gerade zu dem Zeitpunkt da oben gewesen wäre, dann wäre das, glaube ich, relativ schief gegangen. Fahrzeug 7 hört. So, hat der Hund irgendwas gefunden? Nö. Ja, los geht's. So, du Fahrzeug kannst dich hier mal durcharbeiten. Fahrzeug 5 und du kannst mal den da noch anheben. Ich heb jetzt einfach mal alles an hier, so einfach mal auf Verdacht. So, geh mal weiter. Oder geh mal nach hier oben. Da liegt einer unter. Kannst du das abbrechen? Fahrzeug 5 hört, Fahrzeug 10 hört. Ich komm erstmal beiseite. So, runter damit, weil wir haben noch 3 Verletzte. Mindestens. Ich weiß ja nicht, ob die Zahl da unten stimmt. Das ist das Problem. Was haltet ihr eigentlich davon, dass ich jetzt mal diese Mission spiele? Ich hatte jetzt eben gerade so Mod, weiß ich nicht, was ihr sehen wollt. Apropos Mod, ihr könnt, wenn ich richtig liege, da oben, müsste irgendwo das i sein, die Infocard. Da könnt ihr abstimmen zwischen 3 oder 4 Mods, ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache. 3 oder 4. Könnt ihr euch auswählen, welches die nächste Mod sein soll. Habe ich mir jetzt mal so überlegt, dass ihr jetzt auch mal ein bisschen Mitspracherecht habt, welche Mod kommt. Und welche nicht? Ja, bin unterwegs. Und da werde ich dann 3 oder 4 Auswahlmöglichkeiten hinschreiben. Ihr könnt euch das auswählen und dann sollen alle hier zufrieden sein. So, mal gucken. Lege ab. Welchen liegt der denn da? Brauche hier Notarzt. 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 Da. Was gibt's? Der hier kann auch mal wieder hier hochkommen. So, komm. Zack. Versperr ihn den Weg. Oh, die armen Kühe. Bin unterwegs. Oh.
Jetzt sollte ich das nicht unbedingt in den Weg legen, aber macht ja nichts, ne? Fahrzeug 5 hört. So, du legst ab. Und wo ist mein Notarzt? Notarzt! Notarzt? Schnell, der lebt noch! Notarzt! Da kommt er. Notärztin sogar. Wird gemacht. So, Suchhündchen, denn such mal. Ja, weil wir, du zeigst mir die Person an. Ich weiß, dass da eine liegt. Habe verstanden. Meine Tasche. So, dann kannst du dir den direkt holen. Und du holst dir den da. Wie voll bist du? Da passen noch genau zwei Stück rein. Finde ich gut. So. Gucke ich mal hier nochmal entlang. Da noch irgendwo einer drunter liegt. Aber es kann ja immer sein, dass hier noch irgendwo irgendwer liegt. So. In das Auto rein. Roger. Nimm dir den. Geht nicht? Nimm ihn dir. So, zwei. Dann fehlt uns noch einer, würde ich sagen, ne? Hundi, such. Bist ja auch ein Suchhundi. So. Ich glaube, die Folge wird heißen Suchhundi im Einsatz. Psst. Wo holt der denn hier so rum? Aber ich guck mal, was ich noch so anheben kann. Muss ich ins Haus rein? Nee. Da einer drunter sieht man nicht. Sieht man schlecht. Da ist noch genug. In der Regel sieht man das ja. So, gucke ich mal mit dem hier, mit ihm ist, was ich noch so anheben kann. Da. Ah, nee, das ist das Blut von dem anderen. Ja, jetzt ist es zu spät. Egal. Gut, dann habe ich jetzt nur noch einen und den müssen wir jetzt suchen. Ich weiß nämlich nicht mehr, wo der lag. Hier irgendwo. Kann natürlich auch immer sein. Man sieht das nämlich auch immer so schlecht, weil die immer so sandfarben anhaben meistens. Das macht sich in dieser Einsatzumgebung echt unschön. Fahrzeug 10 hört. Hast du das schon abgeladen? Bin begeistert. Guck mal, ich kann sogar die Büsche wegmachen. Ist ja cool. Ich kann sogar die Büsche weg. Guck mal, planieren, Büsche wegplanieren. Aber was mir das hier bringt, weiß ich gerade nicht. So, zeig mal her. Hier, habe ich hier noch irgendwo was? Ich höre den Hund. Nein, doch nicht. Gucken wir mal da unter oder was? Ja, das ist immer die Frage. Wo legen wir unsere Prioritäten hin? Wo läuft der denn hin? Wisst ihr, wo legen wir die Prioritäten, um den letzten jetzt zu finden, wisst ihr? Ich heb einfach mal das an, weil er da gerade so schön steht. Und du kannst mal nach hier hinten gehen, vielleicht findet der Hund denn da doch noch was. Weil ich sehe jetzt auf der Karte auch keine weiteren Verletzten anzeigen. Der Polizist, der tut mir irgendwie leid. Oder die Polizistin, Entschuldigung. So, du Fahrzeug 1 bist hört. Voll. Wie viel passen da rein? Fahrzeug 4, das hört. Passt. Dann kannst du Fahrzeug schon mal zurück zum Flughafen fahren. Bin unterwegs. Brauch dich hier nicht mehr. So, such. Bin in Ordnung. Fahrzeug 10 hört. Schon unterwegs. Kannst du ablegen. Planiere dich mal da durch. Wenn es wahrscheinlich nichts bringt. Wo könnte denn der sein? Der sein, der letzte. Da vielleicht drunter. Hundi, findest du was? Ich sehe hier unter den Trümmerteilen aber auch keine Glied und Maßen. Das ist das Doofe. Und das zieht das jetzt hier alles in die Länge. Ich hätte schon echt fertig sein können. Ah, das weiß man nicht. Nee. Wer bellt denn hier immer? Kannst du mal auf uns bellen, du Hund? Geil, dass der Suchhund hier nichts findet. Sind ja nur noch alle verletzten Personen in Rettungsfahrzeugen unterbringen. Ja, geil. Fahrzeug 10 hört. Ich könnte wetten, das ist so banal, dass er hier irgendwo liegt. Guck mal das da an. Und was kannst du noch so anheben? Fahrzeug 5 hört. Wird umgehend durchgeführt. Hundi ist aber auch doof, der findet das nicht. Habe verstanden. Geh mal zurück und geh mal nach hier so. Schon unterwegs. Du kannst mal beiseite fahren, du stehst mir im Weg. Fahrzeug 3 hört.
Wie viel sind wir für? Guck mal, das können wir sogar noch in einer Folge verpacken, wenn wir den in den nächsten 8 Minuten finden. Top, top, top. Top, die Watte quillt. Heb mal den da an. Wer weiß. Wo ist jetzt mein anderer? Da. Ja, schon unterwegs. Jo, nix. Warte mal, was kann denn... Suchen. Ja, wird gemacht. So, was kannst du denn an Gegenständen aufnehmen hier? Kannst du hier noch irgendwas anheben? Das ist bloß hier, ne? Dieses eine Teil. Wow. Das ist ein Spitzensuchhund. Wir finden den schon noch, auch wenn es länger dauert. Fahrzeug 5 hört. Fahrzeug 5 hört. Ich bin mal da. Warte mal, oder? Lass den mal aussteigen. Ich hol dir mal eine Rettungsschere. Umgehend durchgeführt. Dann gucken wir mal, was wie, ob es hier noch ein Auto gibt. Aber eigentlich habe ich ja bloß das verbrannt und das wir aufschneiden können. Eigentlich dürfte das nicht so sein, nicht der Fall. Oder liegt hier direkt noch einer? Eigentlich nicht, ne? Suchhunde? Nee. Ah, wo ist der denn? Der letzte. Ist in Arbeit. Der letzte Hinterbliebene. Weil umso länger wir brauchen, umso mehr verrinnt die Chance, dass wir ihn finden. Und dieses Hundegebell macht mich auch andauernd kirre, weil ich denke, unser Suchhund hat was gefunden, aber ist ja nicht so. Also ganz ruhig, ganz ruhig. Fahrzeug 10 hört. Durchgeführt. Fahrzeug 10 hört. Ich würde doch mal auf hier runter wollen. Da liegt auch keiner drunter. Liegt da einer drunter? Ich heb hier gleich jeden Stein um, Alter. Ist ein bisschen Geröll beiseite. So. Fahrzeug 5 hört. Hör doch auf, du hast doch eh nichts gefunden. Ist in Arbeit. Fahrzeug 10 hört. Das ist eine Kuh. Das ist eine Kuh. Kann der Kran die anheben? Fahrzeug Kran, kannst du die Kuh anheben? Nee. Das ist eine Kuh, Hund! Fahrzeug 10 hört. Ab. Geht nicht vor und schiebt zurück. Bin unterwegs. Kannst du die Kuh anheben? Nö. Das ist eine Kuh, Hund. Kuh, Hund, Kuh. Du sollst Menschen suchen, nicht Kuh. Kein Problem. Wo liegt der da drunter? Können die Feuerwehrleute den anheben? Nö, ne, bestimmt nicht. Ich kann den ja auch nicht beiseite schieben. Fahrzeug mal ab wieder. Ist okay. Fahrzeug 10 hört. Kannst du die gut planen? Nee. Kannst du Bäume planieren? Nee, bloß Büsche. Heb mal das an, vielleicht ist da ja was drunter. Ich würde gerne finden, wo der letzte ist hier. Ich habe nämlich gerade überhaupt keine Ahnung mehr. Ist auch schon eine ganze Weile her, dass ich... Ich glaube, ich überfliege hier nochmal so halb alles. Wo ist denn jetzt dein Hund hin? Unterwegs. Braucht wieder ewig, ne? Hier wird ja nichts sein, das hätte der Suchhund doch gefunden. Wir finden den auf jeden Fall, auch wenn es 2 Stunden dauert. Wisst ihr was? Ich schneide das jetzt hier einfach ein bisschen kürzer. Vielleicht mache ich es auch schon ein Stück vorher. Ja. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich sie gefunden habe. Juhu, Leute, ich habe ihn gefunden. Nach weiteren, lasst mich lügen, 10 Minuten, 15 glaube ich sogar fast, 15 Minuten. Jedes einzelne Stück, was man hier mit anfangen kann hier. Und ich glaube, der lebt sogar noch. Leute, ich will nichts versprechen, aber ich glaube, der lebt sogar noch. Ich habe ihn gefunden. Endlich. Ich bin hier so jedes einzelne Stück so abgefahren und der Fahrzeug lebt noch, Alter. Ich bin begeistert. ITW? Fahrzeug 2 hört. Was ist unterwegs? Sammeln wir mal dann sein Titter-Team noch ein. Fahrzeug 2 hört. Was gibt's? Feuerwehrmann. Und das sind alles CSA-Leute. Bin unterwegs. Loadings, Fahrzeug ich bin begeistert. Hört. Und er lebt. Und er lebt. Bin unterwegs. Alter. Der Hund war mir ein Scheißdreck nützlich. Der hat nichts gefunden. Und er
lebt. Und er lebt, Leute. Er lebt. Fahrzeug 5 hört. Wow. Ich bin begeistert. Unterwegs. Gut. Dann schmeißen wir den noch einmal Fahrzeug schnell in die TV und dann sind wir durch mit der ganzen Kalotte hier. Wer ist Kalotte? Kennt jemand Kalotte? Wenn ja, oder wenn du gerade Kalotte heißt. Ja? Hallo Kalotte, ich grüße dich. Bin unterwegs. Frag mich nicht, wie ich darauf gerade kam. Ja, bin unterwegs. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Jetzt noch einmal in den ITW geschmissen. Connection lost. Oh, ich bin noch aus dem TS, fällt mir gerade auf. Halb so wild, wir sind durch. Wir haben es geschafft. Wir sind super dabei. Und wir haben ihn sogar lebend gefunden. Das ist das Geilste. Hätte ich nicht mehr mit gerechnet, ganz ehrlich nicht. Hätte ich nicht mehr mit gerechnet. Im Großen und Ganzen können Sie mit Ihrer Leistung wirklich zufrieden sein. Wenn Sie die Auswertung Punkt für Punkt durchgehen, entdecken Sie vielleicht noch die eine oder andere Möglichkeit, sich zu verbessern. Ja, ja, da hast du recht. Weiter. Oh, ich bin stolz auf mich. Gut, das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und da machen wir weiter mit dem Super-GAU, würde ich sagen, oder? Hilfsgüter für Bürgerkriegsgebiet, da drücke ich mich ein bisschen vor. Wir machen den Super-GAU. Gut, bis zur nächsten Folge und ja, haut rein. Tschüss.